Zähne, wichtig und oft tun sie uns weh. Meistens nehmen wir es als selbstverständlich, dass in den Apfel gebissen werden kann, alle Dinge gegessen werden können. Und die meisten Menschen mögen es überhaupt nicht, zur Dentalhygienik zu gehen, zum Zahnarzt zu gehen. Ich habe jedes Mal, wenn ich in der Dentalhygienik bin, nasse Strümpfe vor Aufregung, weil ich da sehr empfindlich bin und es überhaupt nicht mag, wenn ich den Mund so lang offen halten muss, bedingt durch das Rheuma. Ich bin meinen Eltern dankbar, dass sie in mich investierten zahntechnisch, als ich ein Kind war, mit Spangen und so Zahnkorrekturen machten, obwohl ich das überhaupt nicht mochte, bin ich heute dankbar, eine gute Zahnstellung zu haben. Letzte Woche Donnerstag hat eine Freundin von mir, ich nenne sie Katharina, und ich zusammen abgemacht, in die Bibelstunde zu gehen. Sie hatte vorher noch zu arbeiten. Als wir uns dann dort trafen, war sie etwas aufgelöst, weil sie zu Hause festgestellt hatte, huch, ich trage meine Zähne nicht. Ihr müsst euch das jetzt nicht als irgendwie komplettes Ober- oder Untergebiss vorstellen, sondern eine Teilprothese. Ohne die kann sie natürlich essen, aber wenn Katharina dann lachen würde, dann würde man es sehen. Und sie konnte sich einfach nicht mehr erinnern, wo sie die Zähne hingelegt hatte. Ich versuchte sie dann zu trösten und nach der Bibelstunde sind Katharina und ich etwas noch trinken gegangen. Und da habe ich die berühmte Frage gestellt, die man wohl immer stellt, wenn etwas verloren ging. Wann hattest du es das letzte Mal? Und sie konnte sich erinnern, am Mittwoch hat sie unterwegs auf dem Bürgersteig was gegessen und es hat sie dann gestört in den Zähnen. So ist sie also Donnerstagnacht nochmal auf ihre Arbeit gefahren. Da die Leute im Urlaub sind, ging das gut. Und etwa um 1.20 Uhr hat sie mir ein WhatsApp geschrieben. Ich verstehe nicht, warum Gott es zulässt, ich bin so traurig. Am nächsten Morgen erhielt ich eine Nachricht, wo sie mir erzählte, hey, diese Nacht habe ich geträumt, ich habe meine Zähne in einer Tasche wiedergefunden. Es war so real, dass als ich aufwachte, ich dachte, es sei so. Und dann habe ich festgestellt, nein, es war nur ein Traum. Ich habe ihr dann Mut gemacht und aufs Band geredet und gesagt, Katharina, wir rufen jetzt diese Zähne nach Römer 4,17 in Existenz. Das in Existenz rufen, was noch nicht sei, was noch nicht ist, dass es sei. Und das habe ich dann gemacht und habe am Schluss gesagt, danke, Herr Jesus, dass du die Zähne wiedergegeben hast. Ihr müsst wissen, diese Zähne zu bekommen, das war ein sogenannter Härtefall. Die Krankenkasse hat sehr viel bezahlt. Und sie ist einer Person aus ihrem Umfeld noch den Selbstbehalt immer am Abzahlen. Also keine kleine Geschichte. Und ich habe dann einfach noch so einen Zettel gemacht. Ich habe ja zu Hause bei mir in der Kapelle so eine Klagemauer, sage ich dem, eine Mauer, wo ich einfach Anliegen der Leute hinhänge. Und so habe ich auch Danke, Herr, dass du Peggys Zähne wiedergegeben hast, darauf geschrieben. Und wir haben gebetet, auch mein Mann, wir haben das einfach mitgetragen. Und dann abends um 18.30 Uhr schreibt sie mir, dass sie so wie eine Art Vision oder Eingebung bekam, wie ein Film vor ihrem geistigen Auge sah sie plötzlich, was sie genau gemacht hatte. Katharina hat wohl Käse gegessen oder ja, in ihrer Küche und hat dann ihre Teilprothese in so eine Käsepackung gelegt und diese Käsepackung in den Müll geschmissen, den sie noch in der Küche hatte. Ich fand das sehr speziell, weil ich den ganzen Tag den Eindruck hatte, die Zähne sind bei ihr in der Küche. Aber ich habe gelernt, nicht immer jeden Eindruck weiterzugeben. Und wir haben uns dann gemeinsam so gefreut, dass Gott so groß ist, dass er sich sogar um Zähne kümmert. Und deshalb wünsche ich auch dir, dass du diesen Gott erlebst, sei es beim Beißen oder auch sonst.
Und dass du einfach dran bleibst, wie Katharina, die dann sagte, als ich sagte, du, wir rufen das in Existenz, ja, dass ich recht habe und dass sie das auch wolle und da dran bleibe. Preis dem Herrn. Und in Jakobus 1 lesen wir, freut euch, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt, denn wenn ihr die Prüfung hinter euch habt, wenn bewährt ist, dann wird der Glaube noch tiefer. Schau, der Glaube wächst nicht bei Sonnenschein und Regen. Und du kommst auch nicht bei Sonnenschein und Regen weiter, sondern im Wind. Deshalb wünsche ich dir viel Wind.